fangen wir mal an mit zwei Slides zu mir. Also mein Name ist Andreas Reischuk. Ich organisiere hier die C++ User Group. Mache viel C++, Qt, Clean Code Schulungen. Ihr findet mich überall im Internet als ArtMind. Meine Firma ist Hickenegg Software. Ihr könnt uns gerne helfen, wieder zu entwickeln. Wir suchen immer Leute, die uns unterstützen. Wir machen C++, Qt und vieles mehr. Sehr technologieoffen, sehr viele verschiedene Technologien. Wenn ihr das spannend findet, dann seid ihr bei uns richtig. Dann, bevor wir jetzt richtig losgehen, Standard-Disclaimer. C++ gibt es keine Experten. Jeder lernt immer was Neues. Wenn ihr da irgendwas auffällt, kann auch sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Selbst als Trainer, wenn ich vorne stehe und den Leuten was erkläre, mir rutscht immer was durch, erzähle was Falsches und macht gerne mich darauf aufmerksam. Das ist halt mit dem Wording in C++ immer recht komplex. Und genau. Also dann, starten wir los. Ja, ganz einfach. Das ist eine einfache Funktion in C++. So, die erste Besonderheit, die mir immer wieder unterkommt, man kann die Funktion auch so schreiben. Es ist komplett äquivalent. Es gibt gute Gründe, den Training-Return-Type zu verwenden. Das funktioniert halt wie bei Lambdas. Der große Vorteil ist, dass man am Ende der Zeile ja schon die ganzen Typen aus der Klasse und so weiter kennt. Ja, wenn ihr sonst irgendwie Typen habt, die irgendwo aus der Klasse, in der eine Methode definiert wird, kommen, dann müsst ihr ansonsten davor immer nochmal den Klassennamen Doppelpunkt, Doppelpunkt, Typ schreiben. Dahinter müsst ihr das nicht. Und einfach damit es konsistent ist, bevorzugen viele den Training-Return-Type. Ja. Seit C++ 11 mit Lambdas wurde das auch eingeführt, quasi als Nebeneffekt. Okay, dann der nächste Punkt, Funktionssignaturen. Eine Funktionssignatur ist das. Und die erste Erkenntnis hier ist, eine Funktionssignatur ist ein Typ. Deswegen kann ich einfach mit Using ein Alias für diesen Typen definieren. Nächstes, mit dem Training-Return-Type geht das natürlich auch. Ich kann einfach Auto, Klammer, Pfeil schreiben. Das heißt, immer wenn ich dort einfach den Funktionsnamen weglasse, kriege ich eine Funktionssignatur raus. Was kann ich jetzt mit so einer Funktionssignatur Sinnvolles machen? Welche Größe hat denn das, dieser Typ? Das ist halt ein spezieller Typ. Das ist keiner, den wir einfach so irgendwie als Variable deklarieren können. Was wir aber machen können, ist ähnlich wie bei Void. Ja, Void können wir auch nicht eine Variable deklarieren. Wie will man sagen, da ist nichts drin. Genauso kann man nicht sagen, da ist eine Funktion drin in der Variable. Das geht halt nicht. Was wir aber machen können, ist, können Funktionspointer machen. Das heißt, wir können unsere Funktionssignatur benutzen als Typ und dann sagen, davon ein Pointer ist unser Funktionspointer. Und jetzt kann ich natürlich aus dem ersten Slide meine einfache Funktion nehmen und die in diesen Funktionspointer packen. Wie ich das mit jedem anderen Typen auch kann. Und jetzt das Highlight, warum es eine Funktion ist, die kann man natürlich dann aufrufen. Und das Besondere hier ist, ja, wir rufen das auf, ohne den Pointer zu dereferenzieren. Ja, also irgendwo ist da Magic drin, also wir rufen den Pointer auf. Aber das ist halt die Sprachdefinition von C und C++. Fragen bis dahin. Das heißt auch ohne Pointer machen? Ja. Nee, also wir müssen von unserer Signatur einen Pointer bilden. Und was noch die Besonderheit ist, dass sozusagen Funktionstypen auch immer wieder zu Pointern zerfallen wollen. Aber ich würde nicht empfehlen, sich darauf zu verlassen. Ähnlich wie bei Arrays, die auch immer wieder zu Pointern zerfallen wollen. Aber es ist halt, wie viele Leute kennen die Regeln, wie das funktioniert oder nicht. Deswegen würde ich es immer versuchen, explizit hinzuschreiben, wie ich es ja eben auch gemacht habe. Und ich habe mir das auch so angewöhnt, ich sage, ich mache immer erstmal eine Funktionssignaturdefinition als Typ und dann benutze ich die Pointer entweder direkt in meinen Member-Variablen, wo ich die speichern will, die Pointer, oder mache mir nochmal ein Alias dafür. Einfach nur, um die zwei Schritte zu trennen, weil das Problem ist, wenn ich direkt einen Pointer machen will, dann, wie schreibe ich das auf? Genau, dann müssen wir klammern. Genau, dann muss an die Stelle, wo eigentlich der Funktionsname hinkommt, eine Klammer und der Stern. So, und das sieht halt irgendwie ugly aus, kann auch wieder die Hälfte der Leute nicht lesen. So, im Sinne von Clean Code ist das halt aus meiner Sicht die sauberste Variante, das aufzuschreiben.
ob Trailing, Return Type oder nee, bleibt jedem selber belassen. Aber vom Grundprinzip her erstmal eine Signatur als Typ und dann Pointer davon verwenden. Funktionspointer sind immer constExtra. Es ist völlig egal, ob die Funktion irgendwas mit constExtra zu tun hat oder nicht. Ob das eine Member-Funktion ist oder sonst irgendwas. Funktionspointer ist immer constExtra. Das heißt, ich kann immer diesen Ausdruck schreiben. Was hat das für einen Vorteil? Der Compiler muss sozusagen in meinem globalen Variablen nie diesen Funktionspointer anlegen. Ich kann ja einfach direkt aufrufen und kann so quasi Funktionspointer durch die Gegend transportieren als ganz normale Values zur als Compile-Time-Konstanten. Das heißt auch, ich kann Funktionspointer als Template-Argumente übergeben. Woher weiß denn der Compiler, an welcher Adresse unsere Funktion liegt? Zur Compile-Zeit. Wir haben doch die verschiedenen Compile-Units und am Ende linken wir den ganzen Spaß zusammen. Woher kann der denn wissen, wenn der eine Compile-Unit kompiliert, wo unsere Funktion am Ende endet? Und dann kommt noch dazu, dass unsere Betriebssysteme jetzt Address-Randomization machen. Das heißt, wenn ihr das Programm ladet, landet das im Hauptspeicher jedes Mal an einer anderen Adresse. Also der Clou ist, der Compiler kennt die Adresse unserer Funktion überhaupt nicht. Er tut einfach nur so, als ob er die kennen würde. Warum? Weil wir als Programmierer gar keine Möglichkeit haben, den Pointer in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Also wir können den nicht schreiben oder verändern oder sonst irgendwie. Wir können nur eine Funktion deklarieren. Und der Compiler entscheidet, wo am Ende die Funktion landet. Das heißt, der Compiler tut einfach so, als ob er wüsste, wo die ist. Das heißt, wenn er zur Compile-Zeit versucht, diese Adresse auszugeben, wird der Compiler sich immer weigern. Das geht einfach nicht. Also man könnte ja sagen, ah, das ist ja ein Pointer, kann ich ja zu Void-Pointer casten, kann das zum Int casten, kann das dann ausgeben. Nee, geht nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir viele Regeln in C++ haben, die eben sagen, du kannst Pointer zur Compile-Zeit nicht irgendwie auswerten. Also du kannst nicht wissen, was für eine Zahl dahinter steht. Der Compiler tut die ganze Zeit nur so, als ob er es wüsste. Okay. Dann sind wir so mit dem ersten Kapitel durch. Fassen wir mal kurz zusammen. Also der erste Punkt war, Funktionssignaturen sind Typen. Zweite, wir können Funktionen als Pointer auf so eine Funktionssignatur speichern. Und das Compiler tut so immer, als ob er das wüsste zur Compile-Zeit schon, wo die landen. So, haben wir jetzt erstmal alle abgeholt mit ihren Basiswissen C++. Also es ist halt schon ein sehr spezielles Wissen, insofern also müsst ihr euch nicht schämen, wenn ihr das nicht alles wisst, ich wusste das auch nicht. Es ist halt so diese ganzen Detailsachen, die man im Alltag von C++ selten braucht. Ja, aber wenn man das sich so versucht klarzumachen, dann kommt man eigentlich auf ein recht gutes Framework, wie man C++ verstehen kann. Okay, dann kommen wir zum ersten intensiven Kapitel. Warum würden wir Standard Function verwenden wollen? Und um das ein bisschen näher zu bringen, habe ich hier mal so zwei Beispiele. Das erste ist das Callback-Example. Also wir haben quasi einfach einen Dialog. Der Dialog hat einen Button. Und wenn der Nutzer den klickt, dann soll irgendwas passieren. Der Button weiß natürlich nicht, was passieren soll. Ne? Der ist einfach nur unser Widget. Also müssen wir das irgendwie verknüppeln. Wie kriegen wir das hin? So, erste Idee. Ne, wir haben ja jetzt die ganze Zeit Funktionspointer gesehen. Probieren wir es einfach damit. Wie würde das dann aussehen? Also ich habe das mal so skizziert. Das ist kein kompilierender Code. Wir hätten jetzt so eine Klasse. Ich habe da einfach nur eine Struct gemacht, damit alles public ist. Und da wird man jetzt einen Pointer reinmachen und sagen, okay, wenn der Nutzer den Button klickt, dann soll diese Funktion aufgerufen werden. Ja, dann brauchen wir natürlich den Dialog. In den Dialog packen wir zwei Buttons rein und haben natürlich auch zwei Händler, wo wir sagen, okay, wenn der OK-Button geklickt wird, soll die Funktion aufgerufen werden sollen. Wenn der Cancel-Button gedrückt wird, soll die Cancel-Funktion aufgerufen werden. Ja, geht das überhaupt? Ja, das Problem, was wir jetzt hier eben nicht sehen, das sind ja Member-Funktionen. Das heißt, wir müssen als Button nicht nur wissen, welche Funktion wir aufrufen müssen, sondern auch welche Klasse. Ja, in dem Fall halt diesen Edit-Dialog. Jetzt weiß aber der Button gar nicht, was für ein Edit-Dialog oder irgendwelcher Dialog den Button einbindet.
Das heißt, er weiß auch nicht, wen er da aufrufen will. Ja, also Herausforderung ist jetzt, wir müssen irgendwie die Instance-Methoden von dem Dialog aufrufen können. Wenn wir das mit Funktionspointern machen, na, dann müssten wir einfach den Funktionspointer einen Pointer übergeben lassen. Da wir nicht wissen, welcher Typ der Dialog ist, machen wir halt einen Void-Pointer rein. Dann hat man halt den Button, der muss dann eben einmal die Instanz, wo er aufrufen soll, und eben diesen Pointer der Funktion enthalten. Wie groß ist die Struktur Button jetzt? Sie hat nur diesen Callback-Aufruf drin hat. Der Button wird sicher noch mehr enthalten, aber jetzt. Zwei Pointer, oder? Zwei Pointer, ja. Genau. Das können wir uns merken, das brauchen wir später dann nochmal als Benchmark. Also sozusagen der C-Variante, der große Nachteil ist jetzt, wir haben alle Typen verloren. Ja, für den Button ist es egal, aber der Dialog, ne, der kriegt dann irgendwie eine Funktion, da kommt ein Void-Pointer übergeben, da muss er annehmen, okay, das bin ich wieder, das ist mein Dialogtyp, du musst den casten, um dann seine Dinge zu erledigen, die er da machen will. Und insofern, halt, wenn man das immer wieder machen muss, ist halt blöd. Funktioniert nicht so gut. Gut, dann fassen wir mal kurz zusammen. Also wir haben Funktionspointer probiert, wir brauchen einen extra Pointer für den Instanz und ist halt sehr C-styly. Ja, also in C würde man das machen, geht auch durch, Pointer, super, Typen, was interessiert uns das? Aber für C++ halt nicht das Gelbe vom Ei, weil wir haben alle Typinformationen verloren. Gut, dann zweite Möglichkeit. Wir probieren das einfach objektorientiert. Wir können ja irgendwie ein Interface definieren und sagen, ja, ruf doch hier die Methode auf dem Interface auf. Also machen wir ein Interface, machen da eine virtuelle Methode, onClicked rein. Erster Fallstrick, wir brauchen natürlich nicht nur die onClicked-Methode, sondern noch einen virtuellen Destructor. Nicht, dass irgendwie die falschen Destructoren aufgerufen werden. Ja, dann haben wir unser Interface. Und der Dialog, der hat jetzt immer noch mal die beiden Buttons. Ja, wie kann jetzt der Dialog das Interface für die beiden Buttons implementieren? Also irgendwie klappt das noch nicht so sauber. Oder hat jemand eine Idee, wie wir das hinkriegen? Ja, aber das wird dann halt nervig, weil dann muss jeder dieser Händler wieder den Dialog kennen und muss dann quasi die Aktionen weiterleiten. Also wirklich cool ist das nicht. Ja, also brechen wir das, glaube ich, mit dem OOP direkt wieder ab. Sagen, okay, wir hätten halt so ein Interface gehabt, aber mehr ist halt nicht. Ja, okay, dann wie machen wir es denn jetzt? Und ja, der habt ihr ja schon gesehen kurz, große Elefant im Raum, wenn der Vortrag Standard Function heißt, dann nehmen wir doch einfach Standard Function dafür. Okay, wie sieht das dann im Code aus? Also wir inkluden erstmal Functional, da wird Standard Function definiert. Und definieren einfach uns einen Alias für so einen Händler. Der kriegt jetzt erstmal keine Argumente, weil der Button wurde nur geklickt, muss man nichts übergeben. Dann der Button enthält einfach nur eine Instanz von diesem Typen. Der Dialog kann jetzt einfach in seinem Constructor, der gar nicht den Dialog raus hingemalt, sagen, okay, Button klickt, weise ich ein Lamp dazu. Und ich kann jetzt in dem Lambda, das ist Capture. Das Besondere ist jetzt hier, ne, ich habe keine Typinformationen verloren, ich muss hier kein Casting machen, nichts. Ich kann das einfach sauber durchprogrammieren. Und das ist der ganze Effekt von der Standard Function. Deswegen will man die verwenden. Und dieses, ich habe quasi irgendeine Klasse, die will was mitteilen und weiß nicht an wen, das ist so der 90% Use Case für Standard Function. Okay, also Schlussfolgerung, benutzt einfach Standard Function. Ist typsicher, einfach und nice. Super. Dann habe ich ja versprochen, wir haben zwei Beispiele. Jetzt kommt noch das Extrembeispiel. Dafür habe ich mir den Task Scheduler rausgesucht. Also die Aufgabe von dem Task Scheduler ist einfach zu sagen, ich kriege Tasks
von überall her und ich verteile die dann auf irgendeinem Thread-Pool oder sowas. Ja, dass jeder Thread, jeder Kern von meiner CPU möglichst gleich viel zu tun hat. Das ist die Aufgabe von so einem Task-Scheduler. So, skizzieren wir mal kurz im Code, wird es vielleicht klarer. Also wir haben unseren Scheduler. So, und die wichtigste Funktion von so einem Scheduler ist jetzt, der muss irgendwie Tasks entgegennehmen. Also haben wir so eine Queue-Up-Task-Methode, wo wir irgendwie den Task übergeben. So, jetzt, was ist Task für ein Typ? Genau, eine Standard-Function. Genauso wie beim Button. Und was können wir dann machen? Also wir können dann einfach diese Task in unsere Queue packen. Standard-Queue, im einfachsten Fall, Single-Threaded, gar kein Problem. Oder wir haben noch irgendwelche Logs und Zeug. Aber sozusagen der ganze Haupteffekt ist, wir haben einen Container. Dort können alle Tasks rein, egal was die machen. Und die Task hier, anders bei dem Button, bekommen jetzt nicht einfach nur einen Sys-Pointer, sondern wenn ich da, was ich, eine Bildverarbeitung mache, dann kommt das ganze Bild in das Capture mit rein. Da haben wir dann ein Lambda-Capture mit 5 Megabyte. Völlig egal, es bleibt immer Standard-Function. Ist immer typsicher und wir müssen uns nicht dafür interessieren, was hat das Lambda, wie groß ist das Capture, was macht das. Deswegen ein Extrembeispiel, weil wir eben hier nicht Tasks haben, die einfach nur ein paar Daten enthalten, sondern weil der Tasker nicht weiß, wo er am Ende auf der CPU landet, muss er seine ganzen Daten mitbringen. Sonst könnte ja sein, dass die Daten schon wieder weg sind. Also muss er die irgendwie transportieren können. Das können wir auch mit Standard-Function einfach machen. Okay, dann fassen wir noch mal kurz den ganzen Kram zusammen. Also Standard-Function ist super. Wir können jedes beliebige Callable da reinpacken. Das ist mehr, als man zunächst denkt. Das sind halt nicht nur Funktionen und Methoden, sondern alles, was irgendwie aufrufbar ist. Und da ist nach C++ Standard sind das noch ein paar mehr Sachen. Ist typsicher und hauptsächlich verwenden wir es halt für kleine Callables. Aber auch für große funktioniert es einfach. Fragen? Soweit. Na klar, weil der Scheduler, was will denn der dem als Argument übergeben? Also könnt ihr jetzt auch definieren und sagen, ja, nee, mein Scheduler, der arbeitet anders. Das ist ja jetzt hier nur ein Beispiel. Du könntest zum Beispiel übergeben, auf welchem Thread bist du gelandet oder welche Prozess-ID hast du oder sowas. Das hängt ja davon ab, was wir dort machen wollen. Aber hier in einem einfachen Scheduler ist es ja eigentlich dem Task egal, wo er läuft. Und dann, was will denn der Scheduler noch mitteilen? Der sagt einfach nur, ja, du machst jetzt los und dann wartet er halt, bis er fertig ist und dann kommt auf das Thread der nächste Task. Und wir können noch nichts zurückgeben, weil wer will denn das empfangen? Der Scheduler weiß ja nicht, was wir da machen, sondern der ist ja ein generisches Tool. Der Trick ist jetzt, wenn wir was machen wollen, was am Ende jemanden interessiert, dann capturen wir einfach quasi wieder ein Callable in dem Lambda, was dann am Ende von dem Task aufgerufen wird und dem informieren wir dann, oh, hier, deine fertig verarbeitete Bilder. Und so kann man das dann zusammen chainen, so asynchrones Programmierung quasi. Okay, noch mehr Fragen? Wenn jetzt irgendeiner anfängt, diesen Edit-Dialog irgendwo hinzubuchen, ist das nicht mehr so cool, oder? Ja, also in dem Fall, für UIs funktioniert das halt super, weil ja der Edit-Dialog die Buttons enthält. Das heißt, der Edit-Dialog wird ja nicht verschwinden, bevor die Buttons nicht verschwunden sind. Aber wenn ich das moven würde, wäre es ja trotzdem noch da. Genau. Aber das ist voll der Anfang. Genau. Das ist halt immer, also wenn man halt nur Sys captured, dann muss das Sys halt stabil bleiben, sonst wird es blöd. Genau. Das ist auch meistens so, wenn man genau hinschaut, bei den UI-Frameworks, die Klassen sind nicht movable. Also die kannst du nur einmal mit new anlegen, dann bleiben die da und werden irgendwann zerstört. Ja, na klar. Also du kannst ja natürlich in deinem Code immer beliebig viel Mist bauen. Ja, da muss man halt entsprechend vorsichtig sein, das stimmt schon. Also du hast völlig recht. Wenn du natürlich die Signatur änderst, musst du alle Stellen, die mit dieser Signatur arbeiten, natürlich ändern. Ne? Aber da kommst du halt auch nicht drum rum. Also hast ja quasi den Contract geändert und dann muss es halt sowohl beim Aufruf als auch beim Entgegennehmen der Argumente angepasst werden. Der große Vorteil ist, dass wir hier nichts casten müssen, also dass wir immer typsicher sind und damit halt
die Fehler, die wir dort schreiben können, nicht machen. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber Casten, wo du dann einfach zur Laufzeit merkst, schön, dass du hier gecastet hast, aber das hat der Compiler zwar akzeptiert, aber dein Code läuft trotzdem nicht. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil mit dem hinter den Vorhang gucken. Quasi die große entscheidende Frage ist jetzt, okay, Standard Function ist super, ja, wir haben es gerade gelernt, würden wir gerne verwenden. Wie funktioniert das jetzt denn eigentlich? Ja, das war jetzt so die Einführung, jetzt geht es ans richtige Programmieren. Und das würde ich am besten zeigen, indem wir einfach eine naive Version von der Standard Function implementieren. Also, fangen wir mal an. Quasi das Ziel ist es jetzt, wir wollen Function signatorisch hinschreiben können und das soll so aussehen. Ja, wie Standard Function, nur jetzt unsere Function. Geht's mal los, was geht da rein in die Template-Argumente? Ja, das ist natürlich hier ein bisschen tricky gemacht, ne, weil ich da schon geschweifte Klammern hin gemacht habe. So geht es natürlich nicht. Was wir jetzt erstmal nur die Erkenntnis, wir haben gesagt, eine Funktionssignatur, die wollen wir jetzt hier als Template-Argument haben. Funktionssignatur ist ein Typ. Das heißt, ich kriege hier ein Typ-Argument. Ja? Das nennen wir jetzt zum Beispiel Signatur, damit wir sehen, okay, da soll eine Funktionssignatur rein. So, jetzt der zweite Schritt. Wie kommen wir jetzt an die einzelnen Argumente und so ran? Also was wir brauchen, ist jetzt diese Template-Spezialisierung. Und zwar nennt man das teilweise Template-Spezialisierung. Partial Template Specialization. Und hier kann man jetzt einfach sagen, okay, es gibt quasi unsere Function, ist ein Template mit einem Typ als Argument. Für die gibt es aber gar keine allgemeine Implementierung. Ja, wir haben sofort gesagt, zum Semikolon gibt es nur. Und jetzt sagen wir hier, ja Moment, aber wenn der Typ eine Funktionssignatur ist, dann kann man natürlich eine Implementierung liefern. Also wenn wir da einfach nur schreiben Function int, ja, dann würde das hier oben zwar anspringen, weil es ja ein Typ übergeben wurde, aber es gibt keine Implementierung. Sagt der Compiler, nee, du brauchst schon eine Funktionssignatur, die so aussieht. Und hier können wir jetzt einfach sagen, okay, es gibt den Rückgabetypen und beliebig viele Argumente. Also keins oder mehrere. Und jedes Argument kann halt irgendeinen Typ bekommen. Wir haben gesagt, es kommt ein Rückgabetyp, dann Klammer und dann die Argumente. Und genauso haben wir es oben hingeschrieben. Wir haben gesagt, Rückgabetyp ist void und die args ist nur eins, ein Member in dem Pack und das ist int. Dann müssen wir eigentlich nur noch den ganzen Kram implementieren. Machen wir mal Platz zwischen den geschweiften Klammern. So, das erste Ding, was jetzt natürlich in den Kopf kommt, denn wir müssen das ja irgendwie aufrufen können. Dafür gibt es den Aufrufoperator. Und das ist jetzt so zu lesen, ne? Steht Operator, Klammer auf, Klammer zu, das ist unser Funktionsname. Der ist halt speziell, weil es der Aufrufoperator ist, muss man halt den so benennen. So, was kommt jetzt hier vorne und hinten hin? Also wir können einfach quasi, wir haben ja jetzt über unsere Spezialisierung den Rückgabetypen und die Argumente. Also kann man jetzt einfach sagen, okay, der Rückgabetyp ist red und die Argumente sind unsere args. Ja, was kommt jetzt da in die geschweiften Klammern von dem Aufrufoperator? Ja, wir könnten jetzt mal annehmen, wir hätten irgendwas, wo wir quasi ein Interface hätten, wo wir das aufrufen können. Also irgendeinen Pointer und da können wir call mit den ganzen Argumenten aufrufen und kriegen dann den Rückgabetypen zurück. Ja, tun wir erstmal so, als ob es geht. So, jetzt können wir schon mal weitermachen, weil jetzt wissen wir schon den nächsten Schritt. Wir brauchen jetzt dieses Interface. Nennen wir das einfach mal Call-Interface und das Interface hat eine virtuelle Methode, die heißt Call und die kriegt auch wieder die Argumente und den, gibt den Rückgabetyp zurück. So, was fehlt jetzt noch? Ja, wir brauchen noch das MPTR. Das können wir auch schon schreiben. Und weil SharedPTR immer, SharedPointer immer die beste Lösung ist und aufgeben will, dann machen wir das einfach mit dem SharedPointer. Also wir sagen, wir haben gespeichert ein MPTA, das ist ein SharePointer auf unser Interface. Das heißt, wir können unsere Call-Operation jetzt so hinschreiben, wie sie da steht. Was fehlt noch? Brauchen wir auch noch die Implementierung von dem Interface, oder? Ja, erstmal die Signatur von dem Template können wir hinschreiben. Also die muss templatisiert sein. Das heißt, wir haben irgendein Callable, was uns jemand gibt und das Call muss das dann implementieren. Das muss natürlich von dem Interface erben. Weil wir hier Struct haben, brauchen wir ja auch kein Public schreiben. Es ist netterweise auch einfach final, weil kommt ja niemand mehr dazu. Das ist ja unsere private Implementierung hier. Was packen wir jetzt da in die geschweiften Klammern? Das erste wäre, naja, wenn wir nicht wissen, wenn wir aufrufen sollen, müssen wir uns diesen, den wir nicht wissen, da reinspeichern. Also dieses Callable als Instanz da erstmal ablegen. So, und dann müssen wir natürlich noch unser Interface implementieren, ja, unsere Call-Methode. Und jetzt implementieren wir die einfach, indem wir das Callable aufrufen.
Und das würde jetzt auch so schon funktionieren, ganz gut. Aber wenn man jetzt noch ein Müh weiter arbeitet, dann wird es noch viel, viel besser. Und zwar, wenn wir das einfach statt dasselbe aufzurufen, einen Standard in Vogue benutzen, um das aufzurufen. Da kommen wir dann später dazu. Ich mache das nur jetzt mal, weil ansonsten wisst ihr später nicht mehr, worum es geht. Ja, also sozusagen, wir implementieren unsere, also wir machen alles naiv, außer Standard in Vogue, das benutzen wir schon mal. Also das Ding ist ja, was machen wir denn hier eigentlich? Uns hat jemand gesagt, er hat eine Funktion mit einer bestimmten Signatur. Zum Beispiel eine Referenz, Const-Referenz oder eine R-Value-Referenz. Das heißt, in der Signatur sind ja unsere Typen der Argumente schon Referenz, R-Value-Referenz und so weiter, Const-Referenz, all sowas. Das heißt, diese Funktion, diese Call-Methode hat auch Const-Referenz, R-Value und so weiter. Und wenn wir das immer als casten, dann casten wir das immer, also wir geben Referenzen als Referenzen weiter, R-Value-Referenzen als R-Value-Referenzen, das ist quasi schon Vorwort. Das ist halt für Schreibfaule sozusagen. Man könnte auch Vorwort hinschreiben, aber kann man auch so machen. Wie sieht der Konstruktor aus? Naja, der ist auch templatisiert. Was haben wir denn jetzt hier hingeschrieben? Wir haben gesagt, wir haben eine Klasse, Function. Mit Template ist erstmal egal. Am Ende ist es einfach nur eine Instanz von dem Template. Ne? Und jetzt haben wir da drin einen Konstruktor, der ist templatisiert über den Callable und wir akzeptieren quasi jeden Typen als Konstreferenz. Was passiert denn, wenn das Callable da drin Function ist? Dann ist es ein Kopierkonstruktor. Aber wollen wir das? Nee, wir wollen das nicht. Wir wollen ja jetzt quasi nur Callables akzeptieren, die mit unserer Funktionssignatur aufrufbar sind und nicht wir selber sind. Das Dumme ist, alle Callables, die da übergeben werden, müssen mit unserer Funktionssignatur aufrufbar sein, ja, sonst würde es ja nicht funktionieren. Aber ja, dürfen nicht Function heißen. Und das Einfachste, um das abzuwenden, ist, dass wir sagen, wir requiren mit einem Konzept, dass es nicht dasselbe ist wie Function. Da hättest du ein Able If genommen und dich ein bisschen nervös geschrieben, ja. Aber so mit dem Requires ist es eigentlich ganz gut lesbar. Ja, und deswegen machst du jetzt den Vortrag erst jetzt und nicht schon vor 5 Jahren, weil damals war das alles sehr anstrengend. Okay, wie implementieren wir jetzt diesen Konstruktor? Ja, wir müssen jetzt unseren Shared Pointer irgendwie initialisieren mit unserer Implementierung und quasi den Interface Pointer speichern. Und das können wir einfach so hinschreiben. Also wir initialisieren unseren Pointer, den wir uns speichern wollen, mit der Implementierung. Haben ja schon den Typen für das Argument und geben einfach unsere Referenz weiter. Sobald wir vererben, ist es keine einfache Klasse mehr. Dann können wir nicht die Field-Initialisierung benutzen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Call-Impl, auch ein Konstruktor, der einfach das Callable entgegennimmt und ablegt. Ja, und dann sind wir fertig. Das ist der ganze Code. Und ein bisschen kleiner, aber passt ganz gut auf so eine Folie. Ich habe ja auch ein bisschen getrickst. Ich habe die ganzen Funktionen alle auf eine Zeile geschrieben. Ja, sonst wird das ein bisschen anstrengend. Aber es war eh genug Platz horizontal insofern. Ja, das ist die ganze naive Implementierung für Standard-Function. Ja, probiert. Habe ich ausprobiert. Also zumindest letztes Jahr hat es noch gebildet. Ich denke, dieses Jahr ist es nie anders. So, neben dem, dass es jetzt eine naive Implementierung von Standard Function ist, ist es natürlich auch ein sehr gutes Beispiel für eine Type Erasure, weil genau das haben wir gemacht. Die einzige Komplexität, die jetzt dazukommt, ist, dass quasi unsere Klasse auch nochmal templatisiert ist. Am Anfang hatte ich das in meinen Schulungen immer als Beispiel genommen und da hat das die Leute komplett verwirrt. Dann habe ich jetzt einfache Beispiele genommen, geht viel besser. Aber wenn wir jetzt immer durchgebissen haben, ne, dann ist es halt auch ein super Beispiel für eine Type Erasure. Und hier habe ich jetzt auch nochmal private hinzugefügt, ne, also unsere ganzen Interfaces und Implementierungen davon, dem Interface, sind alles Implementierungsdetails. Deswegen heißt Type Erasure eigentlich auch Inheritance is a Implementation Detail. Also Vererbung ist ein Implementierungsdetail. Muss von außen niemand wissen. Großer Vorteil ist, von außen verhält sich das wie eine ganz normale Instanz von einem Wert. Ja, wir können es kopieren, wir können es irgendwo hinschieben, aber intern ist der Pointer und der bleibt immer an derselben Stelle. Gut, dann wollen wir mal kurz zusammenfassen. Also wir haben jetzt partielle Template-Spezialisierung genutzt, um diesen Signaturtyp auf unsere Argumente und Rückgabetyp zu zerlegen. Haben dann so ein Call-Interface benutzt, ein Shared-Pointer, was wir dann aufrufen können und eine templatisierte Implementierung. Und das sind eigentlich schon alle Zutaten, die wir jetzt hier so zusammengeknüllt haben.
Also wir haben das jetzt naiv gemacht. Ne? Wir haben uns einfach gesagt, wir wollen unser Dialogbeispiel implementieren können, unseren Task-Scheduler. Dafür reicht das völlig aus. Ne? Also voll funktionsfähig, kann man benutzen. Aber was hat denn jetzt Standard-Function noch extra definiert? Füllen wir das schon alles? Haben wir das schon richtig gemacht? Oder muss man da auch mehr machen? Ein paar Sachen haben wir natürlich schon richtig gemacht. Also wir haben erstmal so eine Template-Signatur bei Standard-Function genauso gemacht, wie wir das jetzt auch haben. Wir haben diverseste Funktionen, die der Standard definiert. Also wir können es speichern, wir können es kopieren, wir können es aufrufen. Ja, alles Mögliche. Wir haben den Call-Operator implementiert. Ja, und das war es auch eigentlich schon. Also jetzt kommt noch ein Haufen Features, die wir nicht haben. Also der größte Teil des ganzen Vortrags jetzt. So, der erste Feature, was uns fehlt, ist der Empty State. Also was passiert denn, wenn wir das Ding Default constructen und dann versuchen, das aufzurufen? Geht das überhaupt? Ist das sinnvoll? Und der Standard definiert eben, es gibt ein Empty State für die Standard-Function. Und mit diesem Empty State kommen jetzt eine ganze Menge Interfaces noch mit dazu. Also das erste ist, wir können abfragen, indem wir die Funktion in den Bool casten, ob da was drin steckt. Also wenn da was drin steckt, wenn wir es aufrufen können, dann ist es true. Können wir einfach implementieren bei uns. Wir sagen einfach, ja, unser Shared-Pointer ist halt Null-Pointer, wenn da noch nichts drin ist. Den Shared-Pointer kann man einfach zum Bool casten und dann sagt er uns, ob da Null-Pointer drin ist oder nicht. Ja, das ist doch der einfache Teil. Jetzt hat der Standard sich dann noch ausgedacht, ja, wir haben ja jetzt hier in C++11, wo Standard-Function eben auch definiert wurde, auch Null-PTR eingeführt. Also müssen jetzt auch alle Klassen mit Null-PTR initialisierbar sein. So auch Standard-Function. Das heißt, wir haben einen Konstruktor mit der Signatur als Null-Pointer-Typ-Argument. Ja, bei uns müssen ja nicht viel zu machen, einfach nur lernen Shared-Pointer und dann sind wir ja schon leer. Also brauchen wir keine weitere Implementierung. Jetzt gibt es aber nicht nur den Konstruktor, jetzt gibt es auch als Assignment. Also wir können dem Standard-Function auch Null-Pointer zuweisen. Ja, hier müssen wir natürlich unseren Pointer, falls da was drin steht, erstmal leer machen. Einfach resetten, sind wir auch schon fertig. Vergleichen mit Null-Pointer. Also hat der Standard noch für jede Varianz mit Null-Pointer Vergleichsoperatoren dazu definiert. Wenn wir das Ding aber so hinschreiben mit Template, ja, wir haben ja gesagt, wir haben immer eine Signatur als Template-Argument, dann brauchen wir nur eine Variante implementieren. Weil mit C++20 ist definiert, wenn wir das als freie Funktion so hinschreiben, ist auch quasi andersrum, also Null-Pointer mit unsere Funktionen vergleichen, automatisch damit implementiert. C++20 generiert die anderen Varianten und wir müssen einfach nur quasi unsere Bool-Konvertierung negieren und schon funktioniert der ganze Laden. Soweit zu dem Empty State. Nächste Funktion. Der Standard hat aus irgendeinem Grund eine komische Swap-Signatur definiert. Und zwar soll Standard Function eine Member-Methode enthalten, die Swap heißt, der man eine Funktion übergibt. Wie implementiert man die? Na, man ruft einfach Standard Swap auf mit dem Member-Pointer. Und es soll natürlich im Standard-Namespace eine globale Überladung von dem Swap existieren, die dann typischerweise die Member-Methode aufruft. Ziemlich unnötig, man hätte auch einfach nur die globale Swap-Methode, hätte völlig ausgereicht. Wenn man eine Member-Methode definiert, weiß ich nicht, aber so ist es halt. Machen wir das einfach, stört ja nie weiter. Das nächste ist, aus irgendeinem Grund will der Standard, dass unser Function-Template ein Result-Type enthält, was den Rückgabetyp der Funktion zurückgibt. Und vor C++20 gab es noch mehr Typen. Aber dass quasi der Standard geändert wurde für Standard-Function, das zeigt schon so ein bisschen, da war irgendwas faul. Wenn man andersrum gefragt, an welcher Stelle ist denn das relevant? Ja, ist ja nur relevant, wenn wir quasi eine Function irgendwo als Template-Argument bekommen. Und wie kommen wir dann daran? Na, wir nehmen einfach die Signatur, die da drin steckt, als Template-Argument und nehmen die halt genauso auseinander, wie wir das hier auch gemacht haben. Also wenn wir das wirklich wollen, dann ist das alles gar kein Problem. Wir sollen auch Member-Pointer verarbeiten können. Also das ist der Paragraph, wo drin steht, was soll quasi da reinpassen? As well as pointers to member functions and pointers to data members. Da ich das vorher auch nicht wusste, machen wir hier ein paar Beispiele, damit es sichtbar wird. Also wir haben jetzt wieder unsere Definition, kleines Beispiel, Member Data. Ja, wir haben gesagt, Member Data sollen wir irgendwie verarbeiten können.
Dann machen wir eine Funktionssignatur und sagen, okay, wir wollen eine Standard Function haben, die uns den Int zurückliefert für so einen Instance Pointer, sag ich mal. Mache eine Instanz von dem Beispiel und kann so unsere Standard Function initialisieren. Und wenn ich dann aufrufe, dann gebe ich quasi die Instanz in die Standard Function. Wir sollen auch als callable quasi Pointer-to-Member-Variablen oder Pointer-to-Member-Functions akzeptieren. Was dann aber nur funktioniert, wenn natürlich quasi der Pointer des ersten Arguments auch dazu passt. Und mit Funktionen geht es genauso. Ne? Wir können jetzt einfach die Member-Funktion übergeben und das dann aufrufen wieder mit Example. Weil jetzt unsere Funktion, die Member-Funktion, keine weiteren Argumente kriegt, ne? Ist das dieselbe Function-Signatur. Ja, du würdest, wenn die Member-Funktion hier noch ein Int kriegt, ne, müsste in der Signatur für Standard-Function auch noch ein Int hinten ran. Und beim Aufruf müsste dann natürlich noch Komma den Wert. Erster Argument ist immer der Sys-Pointer und dann muss halt das Int noch weiter als zweites Argument. Der Standard enthält da gar nicht so viel Text dazu. Zumindest habe ich vielleicht auch nie so viel Standard gelesen an der Stelle, aber das ist quasi das, was geht. Und das ist auch nicht Standard-Function, die das festlegen, sondern das ist eigentlich Standard-Invoke. Weil den Kram haben wir alles schon, indem wir Standard-Invoke verwendet haben. Wenn wir jetzt mal andersrum überlegt, wir würden das selber implementieren wollen, dann ist das ganz schön eine Frickelarbeit. Das sparen wir uns, indem wir einfach Standard-Invoke benutzen. Und ich würde mal annehmen, dass auch 99% der Entwickler, selbst wenn das Feature nützlich wäre, an der Stelle nicht wüssten, dass es so funktioniert. Letztlich kann man sich so vorstellen, wie das ist einfach nur eine Erweiterung um diesen Sys-Pointer in den Aufrufen. Aber in den allermeisten Fällen wird man das ja eher andersrum verwenden, dass halt das Callable den Sys-Pointer captured und ich den nicht von außen dann eingeben muss. Ein paar mehr Features. Und zwar hat sich irgendjemand gedacht, es ist eine gute Idee, wenn wir da noch Runtime-TTI, also Type-Informationen mit einbauen. Das heißt, wir können auf Standard-Function Target-Type aufrufen. Und das gibt uns eine Type-Info zurück von dem Callable, der da drin steckt. Also nicht von unserer Signatur oder so, sondern von dem Callable. Und man kann ihn auch rausholen, also man kann einen Pointer zu diesem Type geben lassen, wenn man den richtigen T kennt. Also wenn der Typ passt, kommt er zurück, ansonsten gibt es, glaube ich, null Pointer. Hat schon jemand mal benutzt? Echt? Wofür? Achso, da hast du die Type-Info rausgeholt um den Namen. Ah, okay. Das Problem ist jetzt nur damit, dass wir, wenn wir Standard-Function so definieren, dass diese Funktionen da drin sein müssen, die ganze Implementierung halt quasi pessimifizieren. Alle Callables, die da reinpacken, meistens packen wir irgendwelche Lambdas rein und dann vielleicht sogar noch viele verschiedene, für jedes von den Typen wird diese Type-Info in unserem Programm abgelegt, obwohl die nie jemand abruft. Das Problem ist nur, dass niemand weiß, dass die niemand nicht abgerufen wird, weil Standard-Function ja das Interface anbietet und das ja aber festgelegt ist. Also sozusagen ist ja in unserer API von der Implementierung drin. Deswegen muss halt immer abgelegt werden. Das waren alle Features, die ich euch zeigen wollte. Also wir haben diesen Empty State, kann man machen. Wir haben diese Null-Pointer-Geschichten, naja, weiß ich nicht, aber einfach zu machen. Das Swap, weiß auch nicht, ein Swap hätte gereicht, glaube ich. Und dann haben wir diese komischen Member-Pointer, auch ja, mit Invoke machbar. Und dann diese Target-Type, wo ich sage, würde ich eher weglassen wollen. Gibt es noch einen Punkt, den wir jetzt gar nicht berührt haben? Und zwar steht da noch im Standard so ein Recommended Practice. Und die besagt letztlich, dass wir keinen Heap allokieren sollen, wenn das Ding klein ist. Und er sagt auch, dass klein bedeutet, dass es irgendwie ein Holding-Only-Pointer or Reference to Object and a Member-Function-Pointer. Wie groß ist denn ein Member-Function-Pointer? Das ist natürlich abhängig davon, welchen Compiler und welche Plattform man verwendet. Der Clou ist, ich glaube, GCC und Clang, je nachdem, welchen Modus man die betreibt, machen das genau so, dass halt quasi Member-Function-Pointer sind zwei Pointer. Ein Pointer quasi, welche Typ wir haben und ein Pointer zu der Funktion. Visual Studio macht das sehr, sehr interessant. Visual Studio hat das so, dass es quasi fast immer nur ein Pointer ist. Außer wir haben virtuelle Vererbung. Dann packen sie noch einen 16-Bit-Integer dazu. In der Annahme, dass niemand auf die Idee kommt, virtuelle Vererbung mehr als 65.000 Klassen zu machen. Und quasi dieser 16-Bit-Integer besagt, welcher von diesen virtuellen Vererbungen gemeint ist. Und dann eben genau zu sagen, welchen Funktionspointer wir wirklich aufrufen wollen, nicht einfach nur irgendwas. Der Clou ist jetzt noch, dass diese 16-Bit-Extra-Integer alle naselang wegfallen. Das heißt,
ziemlich schwer fallen, quasi irgendwas abzulegen, was größer ist als ein Pointer. Das Studio versucht es immer wegzuoptimieren. Auch in Fällen, wo es vielleicht gebraucht werden würde. Das implementieren wir jetzt nicht. Machen wir mal ein paar Vergleiche zwischen den verschiedenen Standardimplementierungen. Ja, jetzt haben wir gesehen, das ist die ganze Interface, was der Standard festlegt, was da drin sein muss. Was haben wir denn für Implementierung? Wir haben Microsoft SDL, wir haben LLVM. Ach nee, das ist GNU mit Libstandard C++, LLVM mit libc++. Dann haben wir noch ein paar Nicht-Standard-Frameworks, zum Beispiel Facebook Folly. Die enthalten auch eine Function-Implementierung. Und dann noch Function 2 von GitHub-Nutzern Naios. Warum ich die mit drin habe, werdet ihr dann sehen. So, jetzt natürlich die Frage, okay, wollen wir vergleichen? Was vergleichen wir denn? Naheliegen würde jetzt, okay, lass uns die Performance vergleichen. Schwierig. Weil erstens wäre ein Mikro-Benchmark und es ist ja total entscheidend, wie groß sind die Funktionen, die wir dann aufrufen, wie viel das überhaupt ausmacht, dass wir Function da drin haben oder nicht. Kann man dann beziffern, klar, aber wir kriegen halt völlig verzerrtes Bild. Und das Conclusio ist meistens, benutzt halt nicht Standard Function, wenn ihr schnelle Funktionen habt. Deswegen mache ich das nicht. Und es gibt halt verschiedenste Nutzungsszenarien, die ihr dann alle gewichten müsst. Und je nachdem, was euer reales Szenario ist, fällt das dann mehr oder weniger ins Gewicht. Also erste Funktion wäre, klar, aufrufen. Möglichst oft. Aber wie oft? Im Vergleich zu den anderen Funktionen. Wir müssen es ja halt auch konstruieren. Wir müssen halt irgendwie Lambdas reinspeichern können. Wir müssen es kopieren, zerstören, moven. Und das können wir alles vergleichen. Aber was schließt ihr dann daraus? Ist schneller, langsamer? Keine Ahnung. Und in der Praxis ist das eh alles relativ ähnlich. Also sobald ihr da genügend Release-Mode-Optimierung aktiviert, blickt der Compiler in aller Regel durch. Wenn nicht, dann habt ihr eh Pech. Dann liegt es aber an eurem speziellen Compiler und den Einstellungen. Deswegen machen wir das nicht. Aber wir können es trotzdem ganz gut vergleichen. Und zwar die Größe macht es schnell. Weil wenn unsere Standard-Function-Implementierung viel Speicher braucht und wir packen die in den Array oder so, dann haben wir weniger Cache-Hits, weil wir müssen ja viel mehr Speicher lesen. Insofern können wir die Größe ganz gut vergleichen. Und da können wir uns jetzt erinnern, die C-Implementierung mit zwei Pointern war genau zwei Pointer groß. Also ein Void-Pointer für die Instanz und ein Funktionspointer für den Aufruf. So, jetzt, wie groß sind die Standard-Function-Implementierungen in den verschiedenen Fällen? Also zur Erklärung kurz, also wir haben hier unsere ganzen Kandidaten. Und dann habe ich das einmal für 32-Bit, x86 und für 64-Bit gemacht. Ist für ARM und in immer gleich groß. Kein Unterschied. Und jetzt habe ich das aufgeschrieben als versucht Größen von Pointern. Ja, also 32-Bit sind 8 plus 2 Pointer, 10 Pointer groß in Microsoft. Mit 32-Bit ist jeder Pointer 4 Byte, also sind das 40 Byte. Für 64-Bit sind das 6 plus 2, also 8 Pointer. Jeder Pointer ist 8 Byte groß, das heißt 64 Byte. Für ein Standard Function. Genau, gute Frage. Und zwar ist ja immer einmal, wie viel Small Storage habt ihr sozusagen für euer Callable und wie viel Overhead generiert der Typ. Deswegen habe ich es geteilt. Und das jetzt so zu lesen, genau, das rechte ist der Overhead. Also wir haben 8 Pointer für unser Callable und 2 Pointer Overhead. Also 2 Pointer braucht die Implementierung. Libstandard C++ ist wesentlich besser, hat 2 Pointer für unser Callable und 2 Pointer für die Implementierung. Warum? Ja, weil der Standard gesagt hat, wir müssen Member-Pointer speichern können, also sind es ja schon 2 Pointer. Und dann braucht er halt wirklich noch 2 Pointer für die Implementierung. Ja, libc++ habe ich mit 32-Bit nicht zu werfen gekriegt, keine Ahnung. Aber in 64-Bit sind es 2 Pointer plus 4 Pointer Overhead. Also da ist der Overhead schon recht signifikant. Folly, 6 Pointer und 2, ist immer gleich. Und Function 2, das ist interessant, für 32-Bit haben die das nicht weiter optimiert. Und für 64-Bit ist es 2 plus 2. Mit der Einschränkung, dass man bei Function 2 die Größe einstellen kann. Also ich kann genau vorgeben, wie viel soll mein Small Storage sein, der direkt in der Function drin steckt. 2 Pointer Overhead bleiben natürlich immer.
Was halt auffällt, ist, dass 2 Pointer Overhead ist offensichtlich so das Minimum. Und 2 Pointer für die Small Storage scheint auch so das Minimum zu sein. Das heißt, mit C bräuchten wir insgesamt 2 Pointer und jetzt haben wir 4 Pointer, mindestens doppelt so groß. Kommen wir noch zu dem interessanten Teil. Mögliche Erweiterungen, die man jetzt so gerne haben wollte. Das Erste, was mir eingefallen ist, es wäre super, wenn wir einfach mehr Call Qualifiers benutzen könnten. Also wenn wir zum Beispiel sagen können, meine Funktion Signatur erzwingt, dass es NoExcept ist. Also dass nie eine Exception aus der Funktion zurückkommt. Das hätte dann zur Folge, dass quasi der Aufrufoperator von Function auch NoExcept ist. Und natürlich, wenn ich das konstruiere, ich verlange, dass das Callable, was da reinkommt, auch NoExcept ist. Also NoExcept aufrufbar ist. Ich glaube, ich habe das ein bisschen falsch hier aufgeschrieben, aber das soll es eigentlich heißen. Und Function 2 implementiert das schon. Deswegen ist auch das Beispiel mit dem FU2 Namespace. Dasselbe Feature wäre natürlich auch cool, wenn man das einfach als Const und nicht Const mit qualifizieren kann. Volatile oder so könnte man noch ranschreiben. Aber ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Dann eine zweite Erweiterung, die mir so eingefallen ist, die auch von Function 2 schon implementiert wird. Mehrere Overloads. Dass ich einfach 2 Funktionssignaturen übergeben kann. Und dann wird das quasi wie ein Callable, was 2 Call-Operatoren enthält. Und wenn ich das dann aufrufe, also erstmal instanziere hier mit meinem Callable, dann kann ich es einfach mit dem Int aufrufen, wird die Int-Variante ausgeführt und wenn ich es mit einem Double aufrufe, die Double-Variante. Ist aber so effizienter, deutlich, weil eben quasi das Objekt ja nur einmal gecaptured wird und nicht n-mal. Und genau dafür habe ich sowas auch schon verwendet, dass man irgendwie so ein Netzwerkstack hat und dann sagt, was ist hier, Verbindung beendet und so weiter. Das sind halt verschiedene Aufrufe mit verschiedenen Argumenten. Und diese Informationen kann ich dann alle über einen Callable nach außen reichen, weil meistens interessiert es eh bloß eine Klasse, die das wissen will. Dann noch ein paar mehr Ideen. Eins wäre Move-Only-Functions. Bisher ist es so, dass der Standard sagt, das Callable, was wir da reinstecken, muss kopierbar sein. Das heißt, wenn wir in unserem Lambda einen Unique-Pointer capturen oder einen Referenz-Capture haben, dann ist es nicht mehr kopierbar. Das heißt, wir können das nicht in Standard-Function packen. Deswegen gibt es in C++ 23 eine Move-Only-Function. Und FU2, also Function 2, hat das auch schon implementiert. Das ist ein extra Typ. Weil das Problem ist ja, wir müssen quasi in der Type Erasure müssen wir das halt vorsehen. Also wir haben das jetzt mit Shared Pointer nicht implementieren müssen. Aber wenn wir das halt mit Small Buffer machen, ja, dann musst du ja irgendwas mit dem Small Buffer machen, wenn du da eine Kopie anlegst. Okay, dann gibt es noch die Idee, dass man da nicht quasi das Objekt rein captured, sondern einfach nur einen Pointer auf das Objekt. Sogenannte Non-Owning-Function-Implementierung. Da gibt es auch für den Standard schon diverse Proposals, aber hat sich keine durchgesetzt. Customization von dem Small Buffer könnte man machen. Allokatoren. Im Standard Function kann ich halt nicht sagen, wie der Speicher allokiert wird, wenn er auf dem Heap gebraucht wird. Könnte man auch dazu bauen. Dann das Empty Handling. Eine Sache, die ich noch vergessen habe, wenn man Standard Function im leeren Zustand versucht aufzurufen, dann sagt der Standard, dass eine Exception fliegt. Und das ist halt doof, weil dann ist mein ganzer Code, wo ich Standard Function verwende, natürlich in der Annahme, dass da Exceptions kommen könnten. Weil es ja so sein könnte, tatsächlich. Es steht ja in der Implementierung. Aber vielleicht will ich das nicht. Also wenn ich Embedded programmiere, will ich keine Exceptions haben. Kann ich nicht Standard Function verwenden. Und wenn man das customisieren könnte, dann könnte man sagen, okay, gib mir da, wenn du leeres Lambda, leeres Function aufrufst, ruf halt ja irgendeinen Händler auf oder ignoriere es, return mir das Default oder was auch immer. Könnte man das anpassen. Function 2 macht das so, der hat quasi für alles Bausteine, so Policies, und dann gibt es quasi eine Art Default, wo du sagst, okay, jetzt will ich hier mein FU2-Function haben. Das unterstützt halt nur einen Grundsatz an Features. Und wenn man customisieren will, dann baut man jetzt quasi my own Function zusammen aus diesen ganzen Policies. Da kommt erstmal nur dein Function-Template raus. Und dann gibst du da deine Signaturen rein und dann du musst halt nicht quasi jedes Mal die Allokatoren mit angeben, sondern das machst du halt einmal per Policy. Du kannst natürlich aber in deiner Policy das auch so machen, dass du die als Template-Argumente rauslegst, dass du halt jedes Mal angeben musst. Aber es ist halt ein ganz interessanter Ansatz. Also nur dafür kann man es gut mal anschauen. Ein Punkt, den habe ich schon nirgendwo gesehen. Ich habe es selber mal probiert, per Const-Expr-Functions zu verwenden. Schwierig. Geht aktuell noch nicht so richtig gut.
Genau, und dann wäre noch eine Variante, dass man Allokationen komplett verbietet. Also dass man sagt, nee, wenn ich da was Größeres reingebe, als in meine Small Buffer reinpasst, dann kompiliere einfach nicht. Ja, das wäre für Embedded auch sehr hilfreich, wenn man dort halt häufig den Fall hat, ja, ich brauche eh bloß einen Pointer plus Aufruf, aber kann ich halt im Standard nicht definieren. Habe ich aber auch noch nirgendwo gesehen. Und was ich schon mal gemacht habe, einen C-API-Adapter. Also dass man quasi die Standard-Function hat und dann sagt, gib mir mal einen Void-Pointer zurück und einen Funktionspointer. Das kann ich einer C-API geben. Und wenn die C-API das aufruft, wird in meinem Standard-Function die Funktion ausgelöst. Okay, dann haben wir das auch durch. Und dann schauen wir uns mal kurz dieses Move-Only-Function an. Also wir haben keinen Kopiersupport, klar. Das steht schon im Namen. Interessanterweise haben die ein paar Features eingebaut, die wir auch jetzt gerne hätten. Zum Beispiel, dass Call-Qualifiers geforwardet werden. Also wenn wir da NoExcept in die Funktionssignatur schreiben, ist unser Callable auch NoExcept. Also ist das Aufrufoperator auch NoExcept. Wir können nach wie vor alles aufrufen, also ähnlich wie bei Standard Function. Und auch neu ist ein In-Place-Konstruktion. Also wir können quasi einen Typen übergeben und sagen, bau uns das direkt in deinem Small Buffer, sodass es quasi nie gemoved werden muss. Zum Beispiel für einen Log oder so. Ich glaube, es ist ein bisschen aufwendig, wenn man das hinschreiben will, aber es sind Features, was mit eingebaut wurde. Und die RTTI-Varianten wurden rausgeschmissen. Ja, also Standard Function hat es noch nicht rausgeworfen bekommen, aber Move-Only Function hatte ich schon von Beginn an nicht. Deswegen habe ich auch nicht so viel Hoffnung, dass Standard Function die verlieren wird. Das ist wahrscheinlich irgendein gutes Argument, warum man die drinnen lassen muss. Und wieder eine Zusammenfassung. Das ist jetzt so für den gesamten Vortrag. Haben wir angefangen. Ja, Funktionstypen, Funktionssignaturen sind Typen. Standard Function ist super nützlich. Die Welt für Standard Function ist deutlich größer als nur die Standardimplementierung. Durchaus hilfreich, wenn man da spezielle Features hat, sich mal umzuschauen, was es so gibt. Und Standard Move-Only Function mit C++23 bringt schon eine ganze Menge Neuerungen, die man dann brauchen könnte. Und ein paar mehr Folien hier, also Andreas Reischuk, mein Name, Artmind überall. Falls ihr irgendwie Schulungen haben wollt, dann wisst ihr, wie ihr mich finden könnt. Firma ist dieselbe. Und wir brauchen noch Vorträge hier für die User Group. Und dann, falls ihr Bock habt, beschäftige ich mit Sprachen. So mein Lieblingsprojekt sozusagen ausprobieren, nicht wie mache ich C++ besser, sondern wie kann ich allgemein mich mit Sprachen, Programmiersprachen besser ausdrücken? Was will man da eigentlich erreichen? Was sind so die Möglichkeiten, die man hat? Ziel ist ja jetzt nicht, die nächste C++-Sprache zu entwickeln, was jetzt irgendwie so der Standard ist seit letztem Jahr. Macht irgendwie jeder. Sondern Ziel ist halt wirklich, drüber rauszuschauen, was kann man denn eigentlich erreichen und was sehr hilfreich ist dann dabei, wenn man einmal dieses Mindset hat, kann man so existierende oder neue Programmiersprachen danach bewerten und sagen, das macht's gut, das gefällt mir noch nicht so gut. Und auch ein bisschen einsortieren, wo kann ich was wie verwenden. Also es ist einfach überlegen, was sind die Vorteile, Nachteile von bestimmten Sprachfeatures. Implementierung ist in C++20 geschrieben, wurde auch immer wieder aktualisiert. Ich bin schon nur am Refactoren vom Code, kommt kaum was Neues dazu. Und die meiste Zeit ist wirklich überlegen, theoretisch, was will man machen. Ansonsten kann ich euch nur anregen, mehr ausprobieren, mehr lernen. Ein paar Fotos habe ich ja noch von diversen Quellen eingebunden. Das war es dann erstmal mit dem Vortrag. Danke für eure Aufmerksamkeit. Fragen zum Gesamtkunstwerk. Eigentlich versuche ich halt einfach nur zu verstehen, was wird wie gemacht. Und es gab ja auch schon Function-Implementierungen vor dem Standard. Und dann freut man sich immer, jetzt ist das endlich im Standard. Und stellt dann fest, ist halt eigentlich unbenutzbar. Es ist halt irgendwie langsam wegen Exceptions, wegen RTTI und so weiter. Und das nächste war dann, warum ich dann diesen Vortrag angefangen habe, weil ich für einen Kunden, der im Embedded-Umfeld arbeitet, versucht habe, quasi eine Implementierung zu schreiben, die für ihn funktioniert. Was halt nochmal extra anstrengend war, weil der halt im sicherheitskritischen Umfeld arbeitet und dort dann Autosar und ähnliche Regelsätze, MISRA, den Code sich anschauen und sagen, ja, nee, so kannst du das nicht schreiben, da ist ja unsicher. Und dann musste ich quasi alle Möglichkeiten versuchen abzugrübeln, wie kann man das implementieren. Ich habe dann auch quasi für das Embedded halt mal diese Größenbenchmarks gemacht, weil das ist ja für die auch entscheidend. Und dann mir so die Frage gestellt, ja, wie groß muss denn das Ding eigentlich werden? Was ist denn gut? Warum haben denn hier alle zwei Pointer Overhead zum Beispiel?
Bei Embedded ist deswegen die Größe relevant, nicht weil du unbedingt 1000 Functions hast, sondern weil du allgemein sehr wenig Speicher hast. Und wenn du halt nur 64 Kilobyte Speicher hast und das Function-Objekt halt dummerweise ja auch zur Laufzeit angelegt wird, das heißt, der komplette 8-Pointer oder was du eben brauchst, liegt dann eben im RAM und nicht im ROM. Ja, dann ist halt 8 Byte weniger für andere Sachen da. Und wenn du halt der Rest einfach sagst, ja, lass uns doch einfach eine Messwertreihe aufnehmen, dann reduzierst du einfach nur, wie viele Jahre Messwerte kannst du denn speichern im RAM, bevor der voll ist. Ja, deswegen ist halt schon entscheidend, wie groß ist das eine oder andere. Da ist noch ein interessanter Nebeneffekt. Standard Function war das erste Standard-Feature, was libc++ und libstandard c++ unterschiedlich implementieren. Damit sind die EBIs nicht mehr kompatibel. Vorher war das so, dass beide immer versucht haben, EBI-kompatibel zu sein. Also ein Standard-String zum Beispiel ist zwischen beiden EBI-kompatibel. Standard-Function nicht. Es hat zum Beispiel Qt irgendwann angefangen, Standard-Function in ihren Interfaces zu verwenden. Was dann dazu geführt hat, dass sie quasi nicht mehr benutzen konnte. Und diese EBI-Fehler fallen erst zur Laufzeit auf, weil die sind ja kein Typfehler. Okay, fangen einfach an mit dem Quiz. Also, die Frage ist einfach, was gibt das Ding hier aus? Also wir hatten es eigentlich schon, ne? Wir haben gesagt, die Größe von so einer Funktion ist halt nicht definiert. So, nicht definiert heißt jetzt, kann der Compiler sich irgendwas ausdenken? Die meisten Compiler haben sich dafür entschieden, das einfach nicht zu kompilieren, zu sagen, du hast anscheinend vergessen, die Funktion aufzurufen oder irgendwas Sinnvolles zu machen. Ja? Außer GCC. Der sagt 1. Aber nur, wenn er die Optionen einschaltet. Mit Permissive oder irgendwas. Was wäre jetzt hier die Größe? Konkret natürlich 64-Bit 8 Byte und 32-Bit 4 Byte. Gut, dann machen wir es mal interessanter. Clang GCC 2 Pointer, Visual Studio 1 Pointer. Warum, kann ich auch nicht genau sagen, warum da 2 Pointer rein müssen. Genau, dieser Slide ist quasi die Überschrift, ist überhaupt nicht relevant. Was ich zeigen wollte, ist, wie diese Member-Funktion aufgerufen wird. Die Syntax. Also, dass hier Punkt und Stern, dass man die verwenden kann, um quasi diesen Pointer auf dem Demo als Instanz aufzurufen. Und das ist jetzt die Vorbereitung für die nächste Slide. Und zwar der Trick, wie kriege ich das hin, dass meine Größe immer ein Pointer ist, statt zwei oder anderthalb. Ich definiere mir einen Funktionspointer, der ist ja immer nur ein Pointer groß. Ja, ist ja kein Member-Funktionspointer. Und übergebe als erstes Argument die Instanz und als zweites meine eigentlichen Argumente. Und kann dann zur Compile-Zeit einfach diesen Funktionspointer aus dem Lambda extrahieren. Ja, also wir haben jetzt mal ein Lambda definiert, was ja wieder eine Member-Funktion, Callable hat und so weiter. Aber das Lambda zerfällt wieder als Funktionspointer. Da ist nichts captured, kann ich das einfach so aufschreiben. Und jetzt kann ich dann einfach size of PTR fragen und das ist natürlich immer ein Pointer. Ja, genau, also ich müsste die Demo-Instanz und das Double übergeben. Genau, genau. Gut, das waren die Quiz-Fragen. Jetzt kommt sozusagen der Extra-Teil, der neu ist. Noch tiefer gehen. Und zwar die Idee, die Type Erasure schneller zu machen, als was wir gemacht haben. Schauen wir uns mal kurz an. Das war unser Code, den wir hatten. Jetzt haben wir hier den Shared Pointer verwendet und gesagt, das reicht nicht. Wir wollen mehr machen. Die erste Idee wäre, dass wir sagen, okay, wir brauchen halt irgendwie einen Buffer, den wir speichern können. Und dann irgendwie Funktionen. Dieses Interface müssen wir irgendwie speichern. Deswegen trennen wir das einfach. Wie könnte das aussehen? Also wir können jetzt sagen, okay, unser Buffer ist einfach nur ein Array von unserer festgelegten Small-Buffer-Größe. Tragen wir halt ein, was wir gerne hätten. Oder machen es als Template-Argument, wie auch immer. Unser Interface müssen wir jetzt ein Stück erweitern. Weil wir brauchen ja jetzt irgendwie die Möglichkeit, auch den zu kopieren, zu moven und zu zerstören. Jetzt können wir quasi unser Interface einfach um die virtuellen Funktionen erweitern und speichern jetzt Pointer auf das Interface und diesen Buffer. Und je nachdem, ob jetzt quasi das Callable in den Buffer passt oder auf dem Heap allokiert wird, implementieren wir einfach das Interface unterschiedlich. Einmal, indem wir den Buffer als Pointer interpretieren und einmal, ich glaube, ich habe hier ganz schön versemmelt. Also, bei dem Call müsste der Buffer übergeben werden und beim Deallocator muss auch ein Buffer übergeben werden. Und da hinten das Gedöns, das gehört da nicht hin. Das ist einfach nur eine virtuelle Funktion. So, jetzt haben wir das Problem von der ganzen Geschichte, dass wir jetzt, um die Funktion aufzurufen,
noch einen Schritt mehr gehen müssen. Also wir müssen jetzt unsere Function aufrufen, den Call-Operator. Der ruft in dem Interface das Call-Off. Das heißt, der muss diesen Pointer indirektionieren. Dann findet er dann V-Table. In dem V-Table muss er den Pointer zu dem Call-Off rufen, den Call-Off rufen. Der kann dann den Buffer interpretieren und unsere eigentliche Funktion aufrufen. Und das Problem ist jetzt diese mehrfache Indirektion, bis er endlich die Funktion aufruft. Also wir haben hier einen Pointer plus V-Table mit Pointer. Mehr Pointer, immer blöd für die CPU, weil jeder Pointer potenziell Cache-Miss. Also wäre jetzt die Idee, wir müssen irgendwie es schaffen, diese Indirektion zu reduzieren. Wie machen wir das? Also wir machen das jetzt so, wir sagen, wir generieren halt immer Funktionspointer dafür. Ich habe da einfach mal Funktionssignaturen aufgerufen. Also wir haben den Aufrufoperator jetzt richtig mit Buffer und Argumenten. Das Klonen machen wir jetzt auch einfach nur zwei Argumente. Move, genauso, destroy. Und jetzt bauen wir einfach diese V-Table selber als Struktur, fangen da alle Funktionspointer rein und speichern die einfach neben unserem Buffer als Member. Wenn jetzt jemand kommt und es aufrufen will, dann wissen wir einfach sofort, ah, hier ist meine Function, Pointer 2 für Move aufrufen, fertig. Keine Indirektion weiter. Also nur ein Pointer-Chase. So vorher irgendwie 2 oder 3. Aber was ist jetzt der Nachteil? Wir brauchen jetzt 4 extra Pointer-Overhead. Jetzt habt ihr ungefähr eine Vorstellung, wo 4 Pointer-Overhead herkommen in unseren Standard-Function-Implementierungen. Wie können wir das jetzt wieder reduzieren? Ohne, dass wir diese schöne Struktur wegkriegen. Also wir wollen keinen Pointer speichern, aber wir können ja nur Funktionspointer irgendwie ablegen. Was sehr viel hilft, ist, wenn wir uns einfach mal angucken, was diese drei Funktionen hier machen. Wir haben ja immer irgendwie Referenzen, aber letztlich übergeben wir 2 Pointer an die Funktion. Und die Idee, um das jetzt zu verbessern, ist, wir machen einfach eine Funktion, der wir sagen per enum, was sie machen soll, also clone, move oder destroy, und dann übergeben wir 2 Pointer. Dann ist zwar in unserer Implementierung da mit den Pointern immer irgendwie Void-Pointer, und die müssen casten, aber das ist ja in unserer Implementierung. Das nutzt der dem Außen, der unsere Function benutzt, den stört das ja nie. So, wir können das ja Unit testen, dass das funktioniert. Habe ich auch mal kurz aufgeschrieben. Also wir machen den Call, der bleibt. Und jetzt machen wir einen enum für die Action, clone, move, destroy. Und machen nur eine Manage-Funktion. Der übergibt man halt den Buffer, weil das immer eins der Argumente war, Void-Pointer und die Action. Und in der Implementierung entscheiden wir dann an der Action, was wir eigentlich machen wollen. Und die V-Table schränkt jetzt nur noch 2 Funktionen drin. Und hier sieht man jetzt auch, kann man den V-Table neben den Buffer legen. Und, oh wei, jetzt haben wir genau 2 Pointer Overhead. Jetzt habt ihr eine Vorstellung, wo 2 Pointer Overhead in den ganzen Standard-Function-Implementierungen herkommt. Also man kann das mit dem 2 Pointer Overhead natürlich über verschiedenste Varianten generieren. Das ist jetzt nur eine davon. In meinen Benchmarks war das so die schnellste Implementierung für alle Aufrufe. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, wir machen halt die Call-Pointer, machen wir direkt und für die Manage-Funktion machen wir einfach eine V-Table mit Pointer. Da haben wir auch 2 Pointer-Overhead und müssen halt nicht so böse typecasten. Ist aber langsamer, weil wir eben in den anderen Funktionen dann Indirektionen bekommen. Und diese Manage-Funktion über die Action ist halt sehr schnell auszuführen für die CPU. Weil der Code, der da drin steht, ist halt nicht sehr umfangreich. Genau, und das war es dann wirklich.